Ich begrüße euch ganz herzlich zurück zu Rift. Beim letzten Mal haben wir einige Quests abgeschlossen, wie man am Questlog unmittelbar erkennen kann. Heute wollen wir zum Questgeber zurückkehren, beziehungsweise ich glaube, das ist ein neues Gebiet, da waren wir noch gar nicht. Wenn ich das richtig sehe, haben wir auch nichts anderes abzugeben. Wir haben hier oben immer noch irgendwie die Bastarde offen. Müssen wir mal schauen, ob wir das irgendwann mal noch beenden. Und ansonsten haben wir keine weiteren Quests offen. Das heißt, wir begeben uns jetzt mal weiter Richtung Questgeber. Ich habe während eurer Abwesenheit bin ich den Berg schon mal runtergerannt und habe hier ein Artefakt gefunden, was wir dann zusammen nachher gleich kurz einlesen werden. Das ist ja jetzt nicht so dramatisch, glaube ich, dass das jetzt ohne euch passiert ist. So, wir sind jetzt im Versteck des Verbannten. Okay. So. Wir wissen eure Warnungen zwar zu schätzen, doch leider kommen sie zu spät. Die Abgründigen haben ihre Offensive bereits gestartet und zum ersten Mal seit über 1000 Jahren ist es der Eiswacht nicht gelungen, den Außenposten zu halten. Oh je, da sind wir leider zu spät gekommen. Wir kriegen einen neuen Umhang, der ist viel besser, also viel besser im Sinne von, der hat alle Werte verbessert bis jetzt. Das ist sehr gut. Die legen wir gleich mal an, bevor wir das wieder vergessen. So. Ich gebe erstmal die Quests hier ab, damit wir von der Geschichte her nicht komplett durcheinander gekommen. Die Eisbrecher müssen diese Schrifttafeln bei ihren Ausgrabungen entdeckt haben. Und das hat die Abgründigen angelockt. Ich werde mich mit einigen Experten beraten, um ihren Ursprung zu bestimmen. Aber wenn die Abgründigen nach ihnen trachten, heißt das Böses für uns alle. Legende der Eisernen Armee. Endlich. Das habt ihr gut gemacht. Ich bin sicher, die Abgründigen haben diese Beute nicht kampflos aufgegeben. Doch eigentlich schon. Die haben wir einfach so im Lager gefunden. Unbewacht. So, wir nehmen jetzt mal einfach, was wir nicht gebrauchen können. Gut, dann geht's jetzt mit ihm hier weiter. Ihr seid gerade rechtzeitig gekommen. Abgründige Kultisten haben den Eisenwacht-Außenpfosten überrannt. Wir haben unsere Stellung gehalten, bis uns das Blut bis zu den Knöcheln stand. Aber der Feind hat uns umzingelt und uns unsere heiligste Bewaffnung beraubt, die Relikte, die im Feuer des Altars geschmiedet wurden. Mehr als nur ein Mitglied unseres Ordens ist zu den Kultisten übergelaufen. Ethol ist ein solcher Überläufer. Er hat uns an die Abgründigen verraten und ihnen so den Weg zum Angriff geebnet. Das vergossene Blut klebt an seinen Händen. Stellt sicher, dass er das versteht, bevor du ihn vernichtest. Sammelt Eiswachtwaffen 5 Stück und besiegt ihn. Okay. Meine Truppen bereiten den Angriff zur Wiedereroberung des Außenpostens vor, aber eure Wächterkolleginnen hat mich vor einer Gefahr im Inneren des Außenpostens gewarnt. Sie möchte umgehend mit euch darüber sprechen. Okay. Sammelt makellose Gezeitensteine. Nein, tägliche Quests machen wir hier nicht. So, mal gucken, wie wir jetzt da hinkommen. Hier sind wieder Skeptiker. Und da drüben ist die Dame, mit der wir reden sollen. Genau. Ja, Katrin, es gibt keine Zeit zu verlieren. Der Eiswacht-Außenposten wurde errichtet, um einen Vorteil gegen die Invasionsstreitkräfte zu erhalten. Er hat aber auch eine starke Verbindung zu den Ebenen. Die Abgründigen haben davon erfahren und wollen sich dieser Macht zunutze machen. Wir müssen ein besseres Verständnis für die Magie des abgründigen Kults gewinnen, um zu verstehen, welches Ziel sie hier genau verfolgen. Ihr müsst euch bis zu den abgründigen Zauberbuch an der Spitze des Südturms durchkämpfen, um herauszufinden, welches Ritual sie abhalten wollen und es dann sabotieren. Okay, das scheint eine sehr kampfreiche Folge zu werden heute. Dann wollen wir mal keine Zeit verlieren. Erstmal kurzer Blick auf die Karte, wo wir jetzt hoch müssen. Eigentlich nur geradeaus. Gut, hört sich ja ganz einfach an. So, hier haben wir Schneebestien in der Umgebung. Okay.
Die werden wir mal mitmachen. Alles EP, die wir brauchen können. Obwohl wir mit dem Char hier ja eigentlich ganz gut mit der EP laufen. So. Aber wir können, glaube ich, das Leder hier ganz gut gebrauchen. Komm hier hoch. Ja. Ich glaube, wir müssen hier jetzt hoch. Das heißt, wir müssen die sowieso mit besiegen, oder? Ich würde sagen, dass wir jetzt hier den Turm erklimmen müssen. Ja, sieht ganz so aus. So. Wir scheinen hier so einen Boost zu haben, von der Geschwindigkeit her, würde ich fast sagen. Ich habe das Gefühl, dass der Splitterschuss ziemlich schnell wirkt. Schneller als sonst. Ja, definitiv. Und auch das Schattenfeuer ist viel schneller. Wie kommt das denn? Haben wir da einen Buff oder so? Schaden erhöht? Eigentlich haben wir dafür keinen Buff. Aber es ist schön. Das macht gleich viel mehr Spaß, mit der Waffe zu spielen. So. Hier sollten wir nicht unbedingt runterspringen. Das wäre, glaube ich, nicht so klug. Müssen wir mal gucken, wo wir jetzt hier lang müssen. Da müssen wir wahrscheinlich lang. Das ist der Hammer. Dadurch, dass ich jetzt so eine Geschwindigkeit habe in den Schüssen, sind die Mobs extrem schnell da und das ist Hammer. Was kann das denn sein? Krass, komme ich jetzt gerade nicht drauf klar. Aber ich weiß nicht, welcher Buff das sein könnte, der dafür sorgt, dass wir so schnell schießen. So. Aha, der Vorstoß gerade hoch. Okay, dann warten wir mal eben. Ja, wir haben heute mal wieder nichts zu erzählen. Wie üblich. Kurzer Blick ins Inventar. Ich habe zwar vorhin erst aufgeräumt, aber naja, da gibt es nichts mehr zu sehen. Naja, jetzt ist er da. Ach nö, wir hätten doch da oben hingemusst. Ach, nee, warum denn? So ein Mist. Ich dachte, ich muss da unten hin. Scheißen Dreck. Ich könnte jetzt nochmal auf das Thema von letzter Woche eingehen, das werde ich aber nicht machen. Leider hat sich dazu bis dahin keiner wirklich groß gemeldet, aber müsste ja auch nicht, es ist ja nicht
zwingend erforderlich, dass ihr was in die Kommentare schreibt dazu. Ich hoffe nur, dass die Leute, die das Video gesehen haben, sich auch mit dem Thema ein bisschen beschäftigt haben. Und ja. Ich könnte jetzt auch darüber reden, dass Deutschland aus der WM rausgeflogen ist, aber das Thema habe ich auch schon in anderen Folgen besprochen oder angesprochen. Und eigentlich auch, glaube ich, zu Tode haben wir das geredet mittlerweile. Zumindest in Deutschland, vermute ich. Die Leute werden sich wohl hoffentlich bald wieder einkriegen. So, jetzt geht's nach oben. Ich weiß nur nicht, wie hoch wir müssen. Müssen wir nach ganz oben? Ich gucke mal, wie hoch wir jetzt kommen. Ich glaube, wir müssen nach ganz oben, oder? Ich habe keine Ahnung. Schauen wir mal. Ja. Wir werden erstmal hier oben gucken. Ach so, falls ich das hier noch nicht gesagt hatte, in der KW 30 wird es keine Folgen auf diesem Kanal geben. Weder für Rift, noch für Arc Age, noch für, ja, noch für WoW, also gar keine Folgen. In der Woche wird eine Pause sein, eine Urlaubspause. Ich versuche gerade rauszufinden, wie weit das Ding da ist. Okay. Ah, das war eine scheiß Idee. Ja, das war eine scheiß Idee. Ich hätte warten sollen. Ach, verdammt. Ja. Ungeduld ist eine Tugend, ne? Das wollte ich jetzt schon mal hier ankündigen. Nicht, dass ihr euch wundert oder so. Aber in der KW 30 wird es keine Rift-Folge geben. So. Zudem ist es, glaube ich, ganz interessant für euch, dass es ab dem... Jetzt muss ich mal gucken... Ab dem 20. August, das kann ich ja auch schon mal erwähnen, sollte man ja rechtzeitig aber alles ankündigen, damit die Leute das auch wirklich mitkriegen. Ab dem 20. August wird es zusätzlich zu den normalen Projekten 6 Folgen von dem offiziellen World of Warcraft Server geben. 6 Folgen pro Woche. Das ist eine ganze Menge, aber es ist so, dass ich halt auch relativ up-to-date sein möchte und nicht irgendwie 3 Monate später zu sagen, ey, BFA ist erschienen, hier sind eure Folgen. Das wird ein Gemeinschaftsprojekt werden. Darüber kann ich jetzt einfach hier mal reden, weil ich habe eh nichts anderes zu besprechen. Darüber habe ich mit meinem... Ach, ich brauche ja nicht lange über den heißen Brei reden, das wissen ja, glaube ich, mittlerweile alle. Mit Wechseln habe ich darüber gesprochen. Wir haben so ein bisschen bekakelt, wie das so ganz laufen soll. Er wird ein anderes Upload-Format haben wie ich. Bei mir wird es so laufen, dass ich 3-mal dieselbe Fraktion immer hintereinander mache und er wird im Wechsel uploaden. Das heißt, wir werden nicht synchron uploaden. Das ist vielleicht für den einen sehr verwirrend, wenn man jetzt zum Beispiel die eine Folge guckt bei mir und sagt, ey, ich möchte jetzt mal sehen, wie das aus der Sicht von Wechseln aussieht. Das ist sehr verwirrend, weil er erst ein paar Folgen später dann soweit ist. Aber ich finde es von der Geschichte her, finde ich es verwirrender, wenn man immer im Wechsel ist. Ich kann mir vorstellen, dass die Leute dann etwas aus dem Konzept kommen. Also zumindest geht es mir so. Und daher finde ich das angenehmer, so zu gestalten. Also wie gesagt, ab 20. August, Rift und Arc Age werden dann weiterlaufen in der Zeit. Ganz normal. WoW Classic wird in der Zeit aber pausiert werden, weil das ist definitiv dann zu viel WoW. Das wäre dann... Das wird den Rahmen sprengen, dass ich 2 WoW-Folgen an einem Tag bringe. Abgesehen davon würde das auch alles durcheinander hauen für mich, weil ich dann die ganze Zeit zwischen Offi und Classic hin und her springen müsste. Also es wird in der Zeit keine WoW-Classic-Folgen geben. Einfach aus dem Grunde, dass es sonst verwirrend ist. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen, Leute. Ich bin gerade etwas verwirrt. Ist das Ding gerade oben? Ja. Wir sind jetzt hier auf der anderen Seite. Ich hoffe jetzt mal, dass wir hier richtig sind. Wir müssen noch diesen Epoph irgendwas töten und diese Eiswachtwaffen sammeln. Die müssten jetzt hier sein. Jetzt fährt das Ding wahrscheinlich erstmal nach unten, nehme ich an. Genau. Hier steigen wir aber nicht aus. Glaube ich.
Gucken erstmal, was oben ist. Weil von oben nach unten geht immer. Von unten nach oben eben nicht. Ja, das zu dem Thema. Also eine Urlaubswoche wird kommen und im August werden eine Menge WoW-Folgen kommen auf diesem Kanal. Ist vielleicht ganz interessant für den einen oder anderen. Für euch wahrscheinlich nicht, die, die wirklich reine Rift-Gucker sind. Aber ihr wisst dann zumindest Bescheid und seid nicht verwirrt, wenn plötzlich Rift und WoW in einem Tag kommen. Und Arcage und WoW werden auch an einem Tag kommen. Bei Montag bis Samstag wird WoW laufen und Rift und Arcage wie gewohnt dienstags und donnerstags. Sonntags ist dann mal komplette Pause hier auf dem Kanal. Das muss doch dann auch mal sein. So, hier haben wir das komische Buch. Das muss der Foliant sein, nach dem ihr sucht. Die abgegriffenen hautfarbenen Seiten fühlen sich etwas feucht an und die Zeichen scheinen sich auf verstörende Weise in Wellen zu bewegen. Das ist ganz klar Magie aus der Ebene des Wassers. Dieses Zauberbuch beschreibt die Rituale und Materialien, mit denen die Abgründigen einen mächtigen Dämon beschwören können. Sie glauben wohl, sie können einen direkten Kanal zu Akulos öffnen, indem sie ihre Magie an dieser Ebenenkreuzung konzentrieren. Was für gefährliche Narren. So, wir haben hier den Ring. Huch. Die Abgründigen haben vor, einen grausamen Dämon zu beschwören und ihn auf Weißpfahl zu hetzen. Wir haben nur eine Chance, ihren Plan zu vereiteln, und die dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Das Ritual wird im Freien durchgeführt. Die Brücke zwischen den Türmen muss der Schauplatz sein. Besiegt Rottrip der Rufer. Oha. Müssen wir mal gucken. Müssen wir hier runter? Ne, wir können hier gar nicht runter. So. Aha. Jetzt haben wir die Quest, dass wir den Typen da unten töten müssen. Alles klar. Das war jetzt scheinbar schon übergriffen, aber das konnten wir ja nicht wissen. Falls ihr nähere Infos eventuell zu dem Projekt WoW BFA hören wollt, dann müsst ihr wohl oder übel das Projekt World of Warcraft Classic euch anhören in den nächsten Wochen. Da werde ich dann zwischendurch nicht planmäßig darüber reden, denke ich mal. Also ein ungefährer Plan steht schon. Eigentlich schon ziemlich genau, muss ich sagen. Also viel dürfte sich da eigentlich nicht mehr verändern. Und ja. Das wird wieder so eine sehr aufnahmelastige Zeit werden. So, wir sind jetzt wieder zu weit runtergesprungen, glaube ich. Aber das passt schon. So, wo sind diese komischen Waffen? Ich hoffe, wir finden die jetzt hier. Die sollten hier eigentlich sein. Besiegt Epoch Edeltor. Der ist weiter unten laut der Map. Gucken wir mal. Das heißt, wir müssen jetzt nach unten und nicht nach oben.
Ja, ich rede jetzt gerade nicht mehr sehr viel, weil ich hier nicht wirklich was zu sagen habe. Fällt mir gerade wieder mal auf. Tja, es gibt nichts zu sagen, ne? Wir töten hier Mobs, was das Zeug hält, schnetzeln uns durch. Und hoffen irgendwie, dass wir mal langsam aber sicher hier dann das richtige Gebiet finden. Ich würde sagen, das ist hier, würde ich behaupten. Das heißt, wir werden beim nächsten Mal, ich werde mich jetzt einfach mal hier vor die Höhle stellen. Wir werden beim nächsten Mal dann die Waffen versuchen zu finden. Die Bastarde können wir mal ausblenden. Wo ist es denn? Die haben wir jetzt sowieso nicht hier in der Nähe. Das heißt, beim nächsten Mal werden wir hier die Eiswachtwaffen sammeln. Und hoffentlich überleben. Aber das denke ich mal wird schon. Ich glaube, wir hatten einen Ring bekommen. Den können wir ja mal eben noch anlegen. Den Ring des Grabschaufers können wir ablegen. Das ist der hier. Und das wäre es dann auch schon. Gut. Wir sehen uns dann nächste Woche zur Rift wieder. Ich wünsche euch eine wunderschöne Restwoche. Haltet die Ohren steif, falls ihr arbeiten müsstet. Und ja, bis nächste Woche. Tschüss.